Hier ist euer Ugrutz und ihr seht einmal wieder Blood Bowl. Wenngleich jetzt gerade auch kein Livecast, sondern ein Recast von meinem Zwergenteam, und zwar deren zweites Spiel. Wir treten an gegen eine brandneue Ork-Mannschaft. Ja, was soweit eigentlich ein Duell auf Augenhöhe ist, denn wir haben zwar schon ein Spiel und ein paar Starspielerpunkte gesammelt, aber das Ganze war ja noch nicht sehr fruchtbar. So, die Silvermine Diggers seht ihr hier. Eigentlich hätte ich sie Goldmine Diggers nennen sollen, bei der Rüstungsfarbe. Es ist unwahrscheinlich, dass sie Silber abbauen, aber egal. So, das ist mein Team. Dann haben wir hier die gegnerischen Orks. Der Gegner hat einen Gobbo aufgestellt. Aber wahrscheinlich hat er einfach keine Kohle mehr gehabt, denn er hat per se nur teure Spieler im Team. Da ist ein Troll. So, der Gobbo flippt den Coin und... was soll ich sagen, der Gegner gewinnt und beschließt, dass ich aufstellen muss. Ich drücke kurz auf Pause. Meine Aufstellung ist ähnlich wie bei der YouTube-Liga. Zwei Läufer, der eine hat 1 Starspielerpunkt, der andere 3. Wir haben 2 Blitzer mit noch jeweils 0 Punkten. Und wir haben massig Langbärte mit 0 Punkten. Ihr erinnert euch vielleicht, das erste Spiel ist ohne Verletzung abgegangen und ich habe 1-0 ganz knapp gewonnen. Das heißt, hier ist mein Touchdown-Läufer, hier ist mein Passläufer und er hat den MVP bekommen, sonst hat mein Team nichts. So, keine Aufstiege, kein gar nichts. Der Gegner hat einen Troll mit 0 Punkten, 4 Schwarzorks mit jeweils 0 Punkten und 4 Blitzer mit jeweils 0 Punkten, also ein ganz neues Team. Er hat 2 Rerolls, einen Feldspieler, keinen Werfer, dafür aber einen Gobbo. Wie gesagt, ist ein bisschen teuer. Die kosten alle 80.000. 8 mal 80.000 sind 640.000 plus noch einen teuren Troll dazu. Hat er sein ganzes Geld halt schon verbraten gehabt mit den Rerolls. Da musste halt so ein kleiner Gobbo her. Ich klicke jetzt hier mal auf Weiter. Muss dazu sagen, das war jetzt alles noch vor dem Teamcoach-Patch. Das heißt, im eigentlichen Video würden die jetzt stundenlang durch die Gegend rennen. Ja, meine Aufstellung ist an der Stelle, war sie mir dann etwas zu schmal, deswegen habe ich die Seitenränder dann doch wieder ausgenutzt. Wollte aber die Blitzer eher innen stehen haben, damit sie mehr Flexibilität haben. Und gut, diese Aufstellung nennen wir dann mal lockeren Pfeil oder was auch immer. Anstoß. Geht schon mal super los, wir haben einen Blitz und ich beschließe, da der Ball da hinten liegt und die Seite hier frei ist, baue ich einfach mal ein bisschen Druck auf den Ball auf. An der Stelle allerdings die Rechnung ohne Naffel gemacht, der mich hier jetzt zwar nicht sonderlich zankt, aber er fängt gleich damit an. Aber das werdet ihr noch sehen. Gut. Das war jetzt mein Blitz. Ich stelle ansonsten nicht viel um. Ist ja noch nicht viel passiert. Der Ball landet da hinten. Alles super. Er fängt mit dem Troll an. Ich fange also schon innerlich an, mich so ein bisschen zu freuen. Weil wer immer mit seinem Troll den ersten Zug macht, ist eigentlich kein sonderlich erfahrener Spieler. Einfach wegen der Gefahr, dass der Einzelgänger bei einem verkackten Block keinen Reroll nutzen darf und... naja gut. Dann als nächstes macht er die Ballaktion. Ich freue mich immer noch, weil auch hier hätte ich jetzt erst geblitzt. Dann macht er einen Pass über 1, 2, 3, 4 Felder und fängt ihn. Das ist ja zwar schon recht glücklich, aber alles noch recht normal. Er macht hier einen 1er Blitz. Der geht fast in die Hose und ich denke mir, okay, erster Zug, Rerolls fast weg, er spielt echt wie ein Ork aussieht, also mäßig hübsch und
Ja. Läuft. Ich krieg hier einen schönen Zweierblitz hin. Krieg danach einen Zweierblock auf den Schwarzorg. Und plane eigentlich nur, ihn so lange wie möglich aufzuhalten. Um mir irgendwann einen Vorteil rauszuspielen, wenn seine Rerolls dann aufgebraucht sind. Wechsel jetzt hier noch ein bisschen. Denke mir, ein 1er-Block auf den Troll ist eine coole Aktion, weil er keinen Blocken hat, ich schon. Mach aber dann erst hier auf der anderen Seite den Blitzer noch ein bisschen lang. Oder schiebe ihn zumindest. Komme jetzt zum Troll und habe eigentlich eine schöne L-Form angelegt, um ihn so ein bisschen einzukesseln. Kassiere in der nächsten Runde maximal einen Blitz und keinen Block. Und fühle mich eigentlich ganz gut soweit. Er macht den nächsten Pass und erwischt mich damit natürlich völlig auf dem falschen Fuß. Und ich hätte jetzt niemals damit gerechnet, dass er wirklich schon wieder passt. Und dann auch noch auf so einen Loser-Feldspieler und sich dann vollkommen frei läuft. Also kein schlechter Spielzug, aber wiederum sehr glücksabhängig mit seinem letzten Niveau, lauter 3 und 4 Plus-Würfe machen zu wollen. Aber gut. Ich stehe jetzt zwar hier sehr auf dem linken Fuß, aber die Hälfte seines Teams steht da genauso kacke. Und ich komme eigentlich da noch halbwegs dran. Machen wir also jetzt nicht die riesen Sorgen. Und kriegt das, denke ich mal, gewuppt. Er stellt jetzt dann natürlich Leute zum Behindern hin, ganz klar, würde ich auch machen. Aber stellt die ja gar nicht mal so pfiffig. Das heißt, ich fange hier an mit Tackle, den Gobbo wegzukloppen. Durchbreche die Rüstung zwar nicht, aber er ist mal aus dem Weg. Hier oben der Ork geht auch aus dem Weg, damit ich gleich Platz habe, hier noch hinzurennen. Er geht schon mal auf Abfangkurs, denn der Kollege, der hier unterwegs ist, schafft in der nächsten Runde keinen Touchdown. Ich kann also noch genug Verstärkung ranziehen. Mach jetzt meine Überzahlblocks. Läuft nicht so berauschend, aber gut, was will man sich beschweren? Es gibt schlimmere Ergebnisse, wie ihr ja sicherlich alle wisst. So, den kicken wir auch noch ein bisschen aus dem Weg. Schaffen es durch den liegenden Gobbo sogar so, das wieder hinzubiegen, dass wir keinen Block kassieren. Und rennen mit unserem Läufer mal vor die Nase. Mit unserem Blitzer hinter die Nase. Und kommen jetzt zur einzigen riskanten Aktion. Mit zwei Zusatzbewegungen blitzen. Leider nur ein Push, das ist mir an der Stelle zu wenig. Ich nutze einen Reroll, aber Wahrheit kommt wieder. Den Niederschlag gönnt Nuffel mir jetzt nicht. Aber gut, wir haben ihn halbwegs gut geblockt. Ich stehe eigentlich brauchbar. Kassiere einen Block, einen Blitz. Alles legitim. Da zieht er noch ein bisschen zur Verstärkung ran. Und haut jetzt, wie erwartet, meinen Blitzer da weg. Lähmt ihn. Kann ja mal passieren. Ich habe zwar Rüstung 9, aber gut. 8% Wahrscheinlichkeit, dass der durchkommt. So, hier steht jetzt ein Schwarzorg. Da verkackt er einen Ausweichwurf in eine Tackle-Zone und wiederholt und schafft sie. Das ist der Moment, wo ich schon denke, ich nähere mich meinem Ziel. Er hat seine Rerolls verballert, macht unnütze Aktionen. Den kriege ich auf jeden Fall irgendwie. Ein Zweierblock auf den Schwarzorg, den kriegen wir so ganz nett hin. Kriegen den Ballträger wieder an die Seiten, aus denen wir ihn haben wollen. Machen jetzt hier noch den Zweierblock auf den Gobbo. Durchbrechen wieder nicht. Und müssen jetzt langsam anfangen mit den riskanteren Einserblocks, die aber unerlässlich sind. Wenn ich Blocken habe und der Gegner nicht, ist das eigentlich
nicht so unsicher, wie es sich anhört. Das klappt nicht so schön, aber wenigstens ist er ein Feld weiter hinten als noch vor einer Runde. Das heißt, Plan aufhalten funktioniert super. Dann hier oben noch ein Einserblock und da noch ein Einserblock. Und ich kriege die Runde eigentlich relativ gesittet über die Runden. Ich würde sogar sagen, dass ich ganz brauchbares Glück hatte. Aber wie ihr in meinem skeptischen Tonfall hört, fängt jetzt wieder die Naffel-Geschichte an. Denn was macht der Kollege? Zieht seinen Gobbo ran. Rennt mit seinem Troll voll in den Weg. Und macht einen 50% Pass auf einen Schwarzorg, der nur mit 50% fängt. Und macht sich mit dem mit zwei Zusatzbewegungen vom Acker. Nein. Nur eine Zusatzbewegung. Entschuldigung, ich habe gelogen. Aber nochmal zum Genießen. Moment. Er schafft erst den Saublödwurf mit einer 5. Wirft dann einen 5er Pass. Fängt den mit 6. Und mit einer weiteren 5 macht er seine Zusatzbewegung. Das heißt, seine Würfelroutine aktuell bei lauter Einserwürfen ist 5-5-6-5. Yippie-yay. Und der Schwarzorg steht völlig außer Range in Touchdown-Reichweite. Ja. Ich weiß also Bescheid. Spiele hier jetzt natürlich noch ganz normal weiter. Ich kann ja darauf hoffen, dass er ohne Reroll seinen Go-For-It hier verkackt. Muss also ein bisschen schon mal vorbereiten, als ginge es weiter in dem Spiel. Haue den Gobbo raus, freue mir natürlich einen kleinen Ast, weil das gibt mir ja die Möglichkeit, den Rest des Spiels, was ja immerhin noch 12 Züge sind, in Überzahl zu spielen. Schieb mir jetzt hier eine Verstärkung ran und mache den Blitz noch in Überzahl. Und kann mit ihm noch aufstehen und ihn ein bisschen in Sicherheit laufen. Mach jetzt hier einen etwas riskanteren Block. Zwei Würfel gegen mich. Aber es gibt halt nur ein Symbol, was nicht auftauchen darf. Auch hierfür ist die Chance eigentlich relativ hoch, dass es klappt. Das ist halt 2×17%. Also, sag ich mal, ungefähr 60%, dass es klappt. Mit Reroll sogar noch höher. Aber er macht halt den Touchdown. Ist nicht weiter schlimm. Aber an der Stelle habe ich natürlich schon gedacht, meine Güte. Hoffentlich geht das so nicht weiter. Naja, ich habe jetzt 4 Runden Zeit, noch einen Touchdown zu machen. Selbst wenn das nicht klappt, habe ich in der zweiten Halbzeit einen Anstoß. Wird schon werden. Sein Verletzter kommt natürlich nicht zurück. K.O.s haben wir an der Stelle noch nicht. Der zweite Drive wartet also. Er stellt 5 Leute an die Frontline. Wahrscheinlich, weil er denkt, ich komme da eh nicht durch. Das behindert mich natürlich enorm, weil ich für die Schwarzorks extrem viel Anstrengung brauche, um die umzuhauen. Aber ich wittere natürlich meine Chance, da ein bisschen was rauszuleiern. Und stelle mich entsprechend auf. Ist jetzt keine sehr distinguierte Aufstellung. Weil ich so ziemlich alles an der Front brauche, um hier überhaupt eine vernünftige Überzahlsituation gegen Stärke 4er hinzukriegen. Er kickt. Ich krieg einen schnellen Zug. Und das zweite positive Anstoßergebnis für mich. In der Beziehung kann ich mich bei Naffel echt nicht beschweren. Kann jetzt hier sehr vernünftig die Leute ranziehen, sodass ich schon direkt fast meine Überzahl habe, die ich brauche. Und komme sogar mit den beiden Läufern ein Stückchen näher an den Ball ran. Sieht soweit gut aus. Springt da jetzt zwar ein bisschen in seine Richtung, aber was soll's. So, da habe ich einen Überzahlblock und kriege ihn mit Blocken immer hinweg. Da habe ich dann jetzt auch einen Überzahlblock. K.
kann ihn aber nur schieben. Auf der linken Seite. Achso, ich mache jetzt erst rechts noch. Genau. Im Überzahlblock gegen den Trololo. Zwar wieder nur schieben, aber ich habe ihn gut an die Außenlinie geboxt. Hab jetzt hier noch einen Überzahlblock. Leg ihn auch wieder hin. Und kann jetzt hier durch schräg vorziehen noch einen letzten Überzahlblock machen. Da beschließe ich mich aber erstmal den Ball in die Nähe zu bringen und mit dem zweiten Läufer ein bisschen abzusichern. Das heißt, ich habe jetzt meinen symptomatischen halboffenen Cage. Mache jetzt hier einen 1er Blitz, um den Blitz nicht zu vergeigen, weil ich gemerkt habe, ich habe nur noch die zwei Spieler. Bringe ihn dann zur Verstärkung ran und mache hier nochmal einen 2er Block auf den Schwarzorg, der hier auch funktioniert. Und ja, ich habe vier Schwarzorks gelegt. Zwar immer noch keinen Rüstungsbrecher, bis auf den Rüstung 7er Gobbo. Er blitzt jetzt hier meinen Läufer und versucht, meinen Cage zu ramponieren. Gelingt ihm aber auch nur so mäßig. Und ja, jetzt versucht er halt ein bisschen abzusichern. Macht das halt auch gar nicht mal so verkehrt. Und wird gleich wahrscheinlich hier hinblitzen. So, der zweite Rüstungsbrecher für ihn. Aber mit Knochenbrecher ist das ja auch kein Ding. Dann versucht er da drüben noch einen Ausweichwurf, weil er keine Lust hat, dass ich ihn surfe. Ist auch völlig legitim, auch wenn er in eine sehr komische Richtung ausweicht. Also in zwei Tackle-Zonen rein, statt raus in eine. Aber gut, das legt jetzt meine beiden Spieler wieder frei. Ich kann hier Verstärkung ranziehen und sehe die Chance, meinen Cage halt einfach ein bisschen zu verlagern. Blocke also den Schwarzorg da weg. Blitze den Blitzer. Ich habe jetzt hier rechts im Prinzip ja ein bisschen Platz. Da sind zwar ein paar Orks in der Nähe, aber die liegen natürlich alle drum rum. Ich weiche aus, nutze den Reroll. Und es hat funktioniert. Ich wandle also da in die Nähe des Schwarzorks. Versuche den Pass auf den Blitzer. Dieser klappt nicht. Scattert dann aber glücklicherweise doch auf meinen Blitzer. Der ihn aber dann einfach nicht fängt. Gut. Ich habe nur noch zwei Runden. Der Touchdown rückt in weite Ferne. Aber zumindest mal ist der Ball noch nicht aus dem Spiel. Also in der Theorie ist es noch möglich. Er sichert jetzt meinen Blitzer ab. Das macht es schon ein bisschen schwerer. Und schnappt sich die Pille nicht. Aber gut, er hat natürlich jetzt meinen Blitzer in drei Tackle-Zonen gestellt. Ball fangen ist also nicht mehr. Muss ich mich also wieder auf den Part des Spiels konzentrieren, der bei mir scheinbar besser funktioniert, nämlich blocken. Der 1er Block gegen den Blitzer funktioniert leider nicht. Das wäre jetzt eine Option gewesen, den Ball mit dem Werfer nochmal zu nehmen. Und dann ist mein Zug vorbei, weil kein Reroll mehr da war und der 1er Block da drüben nicht vernünftig funktioniert hat. Aber okay. Da kann ich halt auch nicht jammern. Wer viele 1er Blocks macht, der muss halt auch mal riskieren, dass ein Totenkopf dabei rumkommt. Auf den Ausgleich hatte ich jetzt eh nicht mehr gehofft. Aber die zweite Halbzeit ist mein und wie gesagt, es ist keine Schande, mit einem Zwergenteam unentschieden rauszuholen. Von daher, die zweite Halbzeit bleibt ja hoffnungsvoll. Er boxt jetzt hier nochmal richtig rein, schnappt sich auch nochmal die Pille, versucht den Ausweichwurf, schafft's nicht, aber tut sich auch nicht weh dabei. Jetzt habe ich meinen letzten Zug. Überlege, was ich hier noch machen kann.
Allzu viel fällt mir da jetzt nicht ein, weil ich überall ziemlich zugestellt bin. Yes, die sind alle gebunden, die sind alle gebunden. Hier kann ich noch einen Zweier Blitz theoretisch machen, aber ich entscheide mich dazu, den Pass lieber zu versuchen, was trotz Ballgefühl nicht funktioniert und mein Zug ist vorbei. Die Halbzeit ist auch vorbei. Ich würde mal sagen, die erste Halbzeit lief unterdurchschnittlich erfolgreich, aber nicht katastrophal. Der Verletzte kommt nicht wieder rein, sonst ist noch nichts gelaufen. Und er muss aufstellen. Hat jetzt gemerkt, dass er eben auf die Nase bekommen hat mit 4 Schwarzorks und macht's aber trotzdem wieder. Nur, dass er sie diesmal nicht direkt an den Troll ranstellt, sondern ein Feld weiter. Heißt für mich eigentlich nur, ich mach's genauso wie vorher. Nur besser, weil ich halt den Troll frei stehen lasse. Er hat noch nicht mal jemanden zum Flüstern, das heißt, mit ein bisschen Glück bewegt sich das Vieh den ganzen Kampf über nicht mehr. So, beide Mannschaften verlieren einen Zug. Das ist jetzt an der Stelle ärgerlich. Aber gut, mit 7 Runden nicht weiter verwerflich. Die Schwarzorks, die alle an die Grundlinie wollen, werden jetzt natürlich wieder umgeboxt. Oder ich versuche es zumindest. Mein erster Rüstungsbrecher gegen einen von den dickeren. Hier kommt dann wieder ein Assist. Diese Ergebnisse werden beim normalen Team jetzt echt scheußlich. Ein Glück, dass die Zwerge alle Blocken haben, sonst sähe ich jetzt echt schon aus wie Schweizer Käse. So viele Both Downs, wie ich in diesem Spiel gewürfelt habe. Ich glaube, ich mag das gar nicht zählen. Ball habe ich. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich irgendwie nach vorne durchkomme. Der letzte Schwarzorg geht noch ein Stückchen nach hinten. Ich mache hier einen Einserblitz. Auch der nur so tralala erfolgreich. Aber alles ist besser als ein Totenkopf. Ich sichere jetzt ihn noch von der Seite ein bisschen ab. Die beiden Seiten sind jetzt zwar offen, aber er hat hier eigentlich nichts, was da durchkäme. Er blockt sich an der Stelle wieder frei. Bleibt aber stehen. Eine Entscheidung, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Und jetzt ein Both Down. Das heißt, Nuffel ist mir wieder gnädig. Und ich kann hier ein bisschen aufspielen. Sehe jetzt hier natürlich die Chance. Der steht da wirklich kacke. Ich setze also eine Verstärkung dran. Und blitz den Kollegen einfach mal mit einem Zweierblock ins Nirvana. Damit habe ich 2 Spieler Vorsprung, was jetzt wichtig ist, denn ich habe 5 Stärke vom Feld. Er hat insgesamt 6 Stärke mehr als ich. 5 davon habe ich vom Feld, das heißt, ich bin 2 Mann Überzahl und im Stärkeverhältnis ausgeglichen. So, muss mich jetzt natürlich für eine Seite entscheiden und wenn alle meine Jungs natürlich schon da stehen, dann ist es natürlich die logische Wahl, die rechte Seite zu nehmen. Ich habe hier noch einen Blitzer, spiele mit dem Gedanken eines verwegenen, elfenähnlichen Passes und lasse es aber jetzt erstmal so gut sein. 5 Runden sollten ja noch locker reichen. Er steht auf. Alles soweit normal. Hier hinten noch 2. Der Troll ist saublöd, wie erwartet. Einserblock. Erfolgreich. Kann passieren, muss aber nicht. So, er steht auf. Mit Zusatzbewegung stellt er meinen Jungen zu. Und auch hier wieder 2 Zusatzbewegungen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Hier wieder ein Einserblock.
funktioniert und er verletzt mich. Also, wir drücken auf Pause, gucken, was er so gemacht hat und sehen, er blockt mich mit einem Würfel, haut mich um, macht drei Zusatzbewegungen, von denen keine scheitert, haut mich mit einem Einserblock wieder um, mit einem Both-Down-Symbol auf den einzigen Zwerg in meinem Team, der keinen Blocken hat, abgesehen vom Ballträger, und würfelt dann eine 9, wiederum bei dem einzigen Spieler, der Rüstung 8 hat, außer meinem Ballträger, würfelt dann eine 11 für eine Verletzung und haut mich halt raus. Aber auch das ist ja alles noch okay. Mein Blitzer steht da noch ganz gut. Und ich habe ihm ja auch einen rausgeschoben. Das ist also alles noch legitim. Ich stelle mich hier wieder auf, kann den Kollegen jetzt wieder zum Rand blocken, was ich hier auch mache. Schlag ihn aber sogar K.O., hab das Kräfteverhältnis von zwei Zwergen Überzahl also wieder hergestellt, auch das Stärkeverhältnis ist halbwegs wieder hergestellt, er führt immer noch mit einem Punkt, aber das soll mir halbwegs egal sein. So, mein Blitzer mischt sich jetzt hier ein bisschen ein, bin mir nicht sicher, ob das ein Fehler war, und ich hätte ihn auch noch ein Stückchen freilaufen können, auf der anderen Seite stehen hier natürlich zwei Blitzer, also so richtig wegrennen kann ich den Orks natürlich nicht. Hier kriege ich noch einen Überzahlblock hin, auch wieder nur ein Schieben. Nehme jetzt hier aber wieder den Rand. Auch da bin ich mir nicht 100% sicher, ob das pfiffig war. Aber ich habe jetzt hier einen halbwegs sicheren Cage. Auch wenn sich fast alle meine Spieler hier in der Randzone befinden. Er fängt wieder mit 1er-Blocks an, statt mit 2er-Blocks. Das sind immer Sachen, die mich so ein bisschen angrummeln. Wenn ich halt gegen Spieler spiele, die es einfach taktisch falsch rumspielen. Aber gut, jetzt kommt gegen saublöd gewürfelt der Blitz, der auch noch funktioniert und mir direkt den zweiten Spieler in der zweiten Runde in Folge raushaut. Das heißt, er hat sich wieder einen Stärkevorteil verschafft und den Feldvorteil, auch wenn ich noch einen Zwerg mehr habe, als er Spieler hat. Ich werde also schon ein bisschen skeptischer. Jetzt habe ich nur noch 4 Runden. Ich stehe 2 Felder hinter seiner Linie. Und, ja. Stehe ein bisschen doof da. Muss mich jetzt wirklich gegen so eine Wand an Orks durchsetzen. So, blitze mir jetzt hier den Weg frei. Haue da auch ein bisschen was um. Und verstärke da noch wieder das Feld. Gehe hier natürlich auch wieder ran und hoffe, dass ich jetzt da hinten ein bisschen Ordnung schaffen kann. Ich muss leider wieder einen riskanten Block riskieren gegen den Troll, weil er mich sonst zu sehr ärgern würde. Aber es gelingt. Also auch an der Stelle wieder keine 1, das ist gut. Stehe jetzt da wieder relativ sicher. Zeit ist da ausgelaufen, weil ich einiges überlegen musste. So, er blitzt mich hier wieder mit einem Einer. Und ich wundere mich schon wieder, was macht der Kollege da. Blockt mich dann natürlich durch. Und macht das dann wiederum relativ erfolgreich. Drei Runden habe ich noch. Die Touchdown-Linie gefühlt unsichtbar weit weg. Und er stellt sich jetzt da wieder relativ seltsam hin und macht einen komischen Ausweichwurf mit seinem Blitzer, den er dann aber auch wieder schafft und mich jetzt völlig eingekesselt hat. Und hier noch aufsteht. So langsam wird meine Situation da ein bisschen brenzlig. Aber ich sehe natürlich wieder meine Chance. Versuche hier einen 1er-Block und surfe wieder einen seiner Kollegen. Er ist K.O. Stärkeverhältnis und zweimal Überzahl wiederhergestellt. Ich habe es also immer noch halbwegs im Griff. Den kriege ich jetzt noch ein Stückchen rausgeschoben. Da kriege ich einen 1er-Block immerhin hin.
Und da funktioniert die Aktion jetzt halt trotz Reroll mal nicht. Das ist Pech. Was soll ich machen? Eigentlich keine üble Runde. Ich habe mir wieder einmal Überzahl verschafft. Leider tickt die Zeit halt runter. So, er boxt mit meinem Troll weiter. Mit seinem Troll weiter auf mich ein. Kommt jetzt verwerflich nah an mich ran. Macht einen Zweierblitz, also zwei rote Würfel. Wird also insgesamt jetzt ein Ticken übermütig. Hat jetzt hier noch einen Zweierblock. Stellt mich hier wieder zu. Ich mache natürlich die üblichen Befreiungsschläge. Habe hier wieder die Möglichkeit, theoretisch ihn rauszublocken. Möchte aber erst noch die sichereren Alternativen ausprobieren. Nämlich hier meinen Ballträger zu befreien, was auch funktioniert. Hab jetzt einen Einserblock und der funktioniert halt mal nicht. Wäre schön gewesen, ich hätte mir noch einmal Überzahl verschafft. Da mache ich wieder den Zweierblock gegen mich, weil umhauen kann er mich da eh. Ob ich das mache oder er das macht. An der Stelle war die Chance für mich höher, weil mit einem Zweierergebnis haue ich ihn um. Er haut mich im Gegenzug mit zwei Ergebnissen um. Bei gleicher Anzahl Würfeln. Also die Chancen sind einfach höher. Und da es die letzte Aktion war, kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr am Rand steht, in der nächsten Runde einen Zweierblock gegen euch habt, ihr habt Blocken, der Gegner nicht, macht den Zweier roten Wurf. Was Schlimmeres als beim Gegner kann euch nicht passieren. So, hier nutze ich die Gelegenheit wieder, um den jetzt endgültig rauszublocken. Das heißt, ich habe jetzt drei Mann Überzahl. Bringe also so langsam, aber sicher das Team so in meine Kontrolle. Aber das Problem an der Stelle ist halt einfach wieder, uns ist am Anfang des Zuges eine Runde geklaut worden und genau diese Runde würde mir jetzt fehlen, vorausgesetzt dieser Pass klappt, was er nicht tut. Somit ist das Spiel für mich an der Stelle vorbei. Trotz Reroll fängt er die Pille nicht. Und jetzt wäre es sogar unwahrscheinlich, den Touchdown noch zu schaffen, wenn ich die Extra-Runde noch hätte. Aber gut, er fummelt einfach den Ball, ich kriege ihn wieder und das Spiel ist zu Ende. Traurige Geschichte. Also sehr viele unglückliche Zufälle. Natürlich sehr viele glückliche Aktionen auch von mir und vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht perfekt gespielt, weil meine Gedankengänge anders waren als das Offensichtliche, was sich nicht ausgezahlt hat. Aber nun gut, es war ein verlorenes Spiel. Es hätte anders laufen können. Wir haben 7 lausige SPP geholt und dem Gegner 15 ermöglicht. Beziehungsweise er hat sie sich selber ermöglicht. Ich meine, dieser Touchdown war eine Frechheit. Die 3 Pässe, davon war zumindest einer eine absolute Frechheit. Und die Verletzungen bei 1er-Blocks. Was soll's. Kann man vertreten, muss man aber nicht. Ja, nichts Schlimmes passiert. Und in diesem Sinne sage ich einfach mal, ciao, ciao, bis zum nächsten Let's Play. Mal wieder mit den Lords of the Sins. Bis dahin, euer Ugrutz.